Der Dragon Ball Anime ist mittlerweile schon über 37 Jahre alt und gewinnt mit der Zeit auch immer mehr Zuschauer. Doch Dragon Ball ist nicht einfach nur Dragon Ball. Wir haben mittlerweile Dragon Ball Classic, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, GT, Super, Super Heroes und bekommen im Herbst 2024 auch noch Dragon Ball Daima. Was ist jetzt aber die richtige Reihenfolge und wie sollte man Dragon Ball am besten schauen? Der Dragon Ball Anime basiert auf den Dragon Ball Originalmanga von Akira Toriyama. Die Anime-Adaption ist unterteilt in Dragon Ball Classic und Dragon Ball Z. Dragon Ball Classic sollte das allererste sein, was ihr euch anschaut. Hier beginnt nämlich alles. Main Character Son Goku, der zuvor allein in einem Wald ganz ohne andere Menschen lebt, trifft auf Bulma, die auf der Suche nach den sogenannten Dragon Balls ist, die einem jeden Wunsch erfüllen sollen. So beginnt die gemeinsame Reise der beiden und sie begeben sich auf ein unterhaltsames und actionreiches Abenteuer. Dragon Ball Classic hat insgesamt 153 Episoden, davon 21 Filler-Folgen. Es dauert euch um die 51 Stunden, um Dragon Ball Classic komplett anzuschauen. Ohne Filler-Folgen sind es 44 Stunden. Nach Dragon Ball Classic kommt dann Dragon Ball Z. Hier ist Son Goku mittlerweile erwachsen und hat auch schon eine eigene Familie gegründet. Der Anime wird damit eingeleitet, dass der eigentlich naive und unschuldige Son Goku ein Außerirdischer ist, der auf die Erde geschickt wurde, um die Menschheit auszulöschen. Mit diesem Handlungsschwung geht der Anime nochmal in eine ganz andere Richtung. Es wird ernster, brutaler und dramatischer. Es entstehen neue Feindbilder und Ziele, die den Son Goku und seine Freunde ausgesetzt sind. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, um diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, vor großen Spoilern zu bewahren. Was man aber festhalten kann, ist, dass Dragon Ball Z das Kernstück der ganzen Anime-Reihe ist und auch dadurch die größte Beliebtheit erlangt hat. Dragon Ball Z hat insgesamt 291 Folgen, davon sind 38 Filler-Episoden. 97 Stunden dauert es, bis ihr Dragon Ball Z komplett durchhabt, ohne Filler-Folgen sind es etwa 84 Stunden. Falls euch das Ganze zu viel sein sollte, gibt es dann noch Dragon Ball Z Kai. Das ist nichts anderes als Dragon Ball Z, nur in verkürzter Fassung. Keine Filler-Folgen, keine unnötigen, in die Länge gezogenen Szenen. Hier geht es etwas schneller voran. Dragon Ball Kai hat insgesamt 167 Folgen und es dauert 55 Stunden, bis ihr durch seid. Ich persönlich würde trotzdem für das OG-Feeling Dragon Ball Z mehr empfehlen als Dragon Ball Kai, aber wenn es für euch wirklich zu viel sein sollte, dann könnt ihr auch ruhig Kai schauen. Aber falls ihr euch dazu entscheiden solltet, Kai zu schauen, dann schaut es auf jeden Fall auf Englisch oder auf Japanisch mit deutschen Untertiteln an, weil die deutsche Synchro von Dragon Ball Z Kai ist leider eine nahezu komplett andere Besetzung als die alte und perfekte Synchro von Z. Und dazu ist sie auch noch irgendwie nicht sonderlich gut abgemischt. Aber ihr könnt euch auch gerne eine eigene Meinung bilden. Das war die Anime-Adaption vom Dragon Ball Manga. Also wenn ihr Dragon Ball Classic und Dragon Ball Z durchgeschaut habt, dann seid ihr auch quasi mit dem Dragon Ball Manga durch. Aber wir haben dann noch Dragon Ball GT und Dragon Ball Super. Das sind zwei verschiedene Fortsetzungen des Dragon Ball Animes und werden getrennt voneinander betrachtet. Fangen wir mit Dragon Ball GT an. Dragon Ball GT spielt einige Jahre nach dem Ende von Z und ist somit eine Fortsetzung des Dragon Ball Z Animes. In Dragon Ball GT wird Son Goku durch einen Wunsch mittels der Black Star Dragon Balls wieder klein und begibt sich ähnlich wie in Dragon Ball Classic wieder auf ein Suchabenteuer. Aber diesmal geht die Reise quer durchs Universum, weil sich die Black Star Dragon Balls im ganzen Universum verteilen. Hier treffen auf Son Goku und seine Freunde auch wieder neue Gefahren und Konsequenzen, mit denen sie zu kämpfen haben. Dragon Ball GT hat insgesamt nur 64 Episoden und es dauert knapp 21 Stunden, um den Anime komplett zu beenden. Bei GT ist die Sache so, dass es anders als Classic und Z nicht auf dem Manga von Akira Toriyama basiert, sondern ein eigenständiges Werk von Toei Animation ist und lediglich den Dragon Ball Z Anime fortsetzt. Das ist auch der Grund, wieso viele behaupten, dass Dragon Ball GT nicht Canon sei. Auch wenn Akira Toriyama nicht für die Story von Dragon Ball GT verantwortlich war, hat er trotzdem an gewissen Aspekten wie den Designs mitgewirkt. GT ist also lediglich eine Anime-Only-Fortsetzung und spielt nur in der Anime-Kontinuität von Toei Animation. Als letztes großes Projekt haben wir Dragon Ball Super. Mit Dragon Ball Super haben wir auch wieder einen gleichnamigen Manga von Akira Toriyama und Toyotaro. Der Dragon Ball Super Anime spielt nach dem letzten Arc von Dragon Ball Z und füllt die Lücke bis zum Ende von Z. Mit Dragon Ball Super geht der Anime nochmal in eine ganz andere Richtung als davor. Wir bekommen eine Einleitung in die Welt der Zerstörungsschöpfungen, die in der Hierarchieebene weitaus stärker und mächtiger sind, als man es sich in der Dragon Ball Welt je vorstellen konnte. Son Goku und Vegeta transzendieren auf eine völlig neue und mächtige Machtstufe und streben an, ihre Limits weiter zu durchbrechen. Außerdem geht es in Dragon Ball Super auch mehr in die universumstechnische Tiefe. Wir lernen, dass es mehr als ein Universum gibt und dass jedes Universum ein Paralleluniversum hat, wo ähnliche Schöpfungen drauf leben. Und daraus ergeben sich auch neue Handlungsstränge, die Dragon Ball Super als Ganzes prägen. Der Anime hat bis zum jetzigen Standpunkt insgesamt 131 Folgen, davon 14 Filler-Folgen. Insgesamt dauert es etwa 43 Stunden, um Dragon Ball Super komplett durchzuschauen. Ohne Filler sind es 38 Stunden. Wann der Dragon Ball Super Anime fortgeführt wird, ist nicht bekannt, aber mittlerweile ist der Manga schon
schon zwei Arcs voraus. Das waren eigentlich alle wichtigen Dragon Ball Anime, die ihr schauen solltet. Insgesamt würdet ihr für alle 639 Folgen 212 Stunden brauchen. Erst Dragon Ball Classic, dann Z oder Kai, dann GT und als letztes Super. Und nicht vergessen, GT und Super sind bis jetzt noch zwei völlig unabhängige Fortsetzungen, die getrennt betrachtet werden sollten. Also wenn ihr Dragon Ball Super zum Beispiel viel interessanter finden solltet, dann könnt ihr nach Z auch erstmal Dragon Ball Super schauen und erst später GT. Also macht keinen großen Unterschied. Ach ja, fast vergessen, es gibt ja noch Super Dragon Ball Heroes, aber ganz ehrlich, das muss man wirklich nicht schauen. Super Dragon Ball Heroes ist lediglich ein Promo-Anime, der dazu dient, die gleichnamige Videospielreihe zu pushen. Es hat also rein gar nichts mit dem Manga oder dem Anime zu tun, sondern ist mehr so ein Spin-Off. Falls ihr das Ganze interessant finden solltet, könnt ihr euch das natürlich trotzdem anschauen, aber es ist wirklich keine Notwendigkeit. Neuerdings wurde auch nochmal eine komplett neue Dragon Ball Serie vorgestellt, die sich Dragon Ball Daima nennt. Da dieser Anime aber erst nächstes Jahr erscheint, kann ich dazu noch keine Angaben machen. Aber dazu kommt bestimmt noch ein separates Video von mir. Ich hoffe, das Video hat euch dabei geholfen, einen groben Überblick über die ganze Dragon Ball Reihenfolge zu kriegen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr diese gerne unten in den Kommentaren stellen. Ansonsten, falls ihr euch für Dragon Ball interessieren solltet und immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Hier erscheinen nämlich regelmäßig Videos und Shorts rund um das Thema Dragon Ball.